Wunderschönen Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu Milas Fingerabdrücken. Shit, ich habe nicht mal was anderes sauber zu machen. So, schon einiges besser. Liebe Leute, es ist leider nicht morgens um 8, so wie es eigentlich heute Morgen geplant war. Aber die Leute haben sich jetzt inzwischen versammelt. Es ist ca. 16 Uhr und jetzt werden wir endlich den Buddha-Kopf befreien und an seine Stelle direkt neben der Wand platzieren. Die Leute sind jetzt auch gerade alle am Start und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich extremst auf den jetzigen Augenblick. Oh, fucking, da guckt er schon raus. Wie wunderschön. Apagavar. Yangini Prata. Mega schwer, ey. Du ratus nima pulu kilo? Santo Tono. Ich sag gerade, mega schwer, 250 Kilo. Und Arjan sagte, nee, wiegt locker eine Tonne. Safe nicht, aber ist auf jeden Fall mega schwer. Wir brauchen definitiv alle Leute, um den jetzt von Hand da reinzutragen. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Ah, es wurden hier auch noch diese Blöcke platziert. Mal ganz kurz gucken. Weil der Buddha-Kopf ja nicht einfach nur in diesem Pond drin steht, sondern wir haben jetzt hier diese Steine. Sind die so? Gehören die nicht eher zusammen? Jetzt bin ich verwirrt. Das sieht irgendwie falsch aus. Ich glaube, die waren in einem Würfel. I think it's only possible if we put these two together and these two together. Yes. And then next to each other. Then we could make it square maybe. 95. An dieser Stelle nochmal Props an den Buddha-Skulpturenbauer, Ersteller, Skulpturenhauer wahrscheinlich. Der hat die Farbe so geil nochmal umgeändert. Der Buddha war nämlich komplett schwarz und wir wollten ihn so ein bisschen in Ancient Colors haben. Und er hat all das, was so einen leichten Rusty Look hat, wie ihr das hier seht, hat der von Hand gemalt. Das ist wirklich crazy. Hat er echt gut gemacht. Verdammt guten Job. Allein so ein Block wie ich glaube ich schon. What do you think? How much is one of those blocks? Bob, gira gira berapa kilo, Bob? Hah? Satu itu. Yang ini? Ah. Saya tadi angkat berapa? 50 kiloan ini. 50 Pak, lebih. 50 Kilo. Wirklich, man hat, nachdem man diese Dinger hier trägt, schon keinen Bock mehr. Und der eigentliche Fetzer kommt gleich. Sneak peeken wir schon mal ganz kurz. Vielleicht lassen wir den auch so ein bisschen Arab-Style jetzt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit 150 Arbeitern dieses Ding jetzt anständig platzieren werden. Die Spannung steigt, es geht los, Leute! Das, was halt mega stressig ist, ist, dass sie diesen Fettsack 250 Kilo schwer hochheben müssen über diese Pond, über diese Beckenwand hinweg. Und dann müssen die alle dran vorbei, um halt den da hochzuschieben. Man kann hier auch nirgendwo mehr irgendwie noch mit eingreifen. Oh, guck mal, wer da ist. Alter, wie in einem Film, ey, hier der ganze Staub aufgewirbelt. Belum kelihatan, Don. Belum kelihatan. Buka kayunya dulu, baru kita ini. Jetzt müssen wir irgendwie noch das Holz loswerden, ne, oder? Ja, Allah. Hey! You're so loud. You're so loud. Mir egal, bei Arjan war ich sogar schon zu Hause. Wir haben zusammen Kaffee getrunken. Ist hier unten direkt im Tal. Wohnt er mit seiner gesamten Familie. Es ist super lustig, einfach die Leute auch schon persönlich so ein bisschen zu kennen. Und dass man sich dann tagtäglich trotzdem hier auf der Baustelle dann sieht, mega cool. Hati-hati paku. Tangan, hati-hati paku ya. Paku hati-hati semua. Tangan, hati-hati. Keluar kayu. Kayu dari sana taruhnya. Dia keluar aja mana kalau pakai. Tangan kita kasih dulu. Oke, satu. Oke. Oh mein Gott. Ich hab's gar nicht richtig gecheckt, aber die haben die Palette unten rausgezogen. Henry gibt das Go, ob er in der Mitte steht oder nicht. Jetzt wird er ganz kurz befreit. Sieht der gut aus. Boah, sieht der gut aus.
Komm, mirip dia aja. Coba lihat. Ya, pas. Padon. Schatz, was du sagen? Ich höre nur, Alter, ich denke so, was geht hier ab? Die haben gerade gebadet. Oh, schön. Wie schön sieht das einfach aus. Es ist natürlich auch irgendwo... Ich bin so geflasht. Sieht so gut aus. Es war natürlich auch irgendwo der Hintergrund bei uns, gedanklich eine Fotolocation zu erzeugen. Und schau mal, bevor dieses Haus fertig ist, haben wir mit dem Buddha genau dies schon geschaffen. Ja, hat funktioniert. Aber ich muss sagen, die Farbe des Buddhas passt einfach perfekt zu der Wandfarbe, ne? Zu dem Holz, also diese ganzen Farben harmonieren so dermaßen. Jetzt noch das Sunken Sofa hier drin haben, beste. Und dann müssten wir hier beim Sunken Sofa so eine geile Feuerstelle haben. Auch in so einem Look. Weißt du, diese Feuerstelle? Haben wir. Alejandro hat uns gerade eine vorbeigebracht. Echt? Hat er uns geschenkt. Das ist so eine Feuerschale. Die wird in einem ähnlichen Look sein, sowas Metallisches. Und wenn nicht, dann kann man das aber farblich so anpassen. Jetzt wird er erstmal geduscht. Nach solch einem langen Zeitraum unter der Plastikfolie hat er das wirklich verdient. Also ich glaube, er ist der Einzige, der noch weniger geduscht hat als wir. Der Buddha kommt erinnert mich so ein bisschen an dich. Als du diese Krise hattest mit diesen langen Haaren. Weißt du, was, ich hatte doch nicht so. Schreib es ja gerne mal in die Kommentare, natürlich. What? Vor allem deine Ohren gehen nicht so weit runter, aber hoch. Also Sabibo sagt, ich habe die Ultra-Elfenohren. Also ich finde, ganz ehrlich, dieser Buddha-Kopf ist so, so schön. Deswegen haben wir uns ja auch für den entschieden. So, aber auf jeden Fall braucht der Buddha einen Namen, Freunde. Deswegen schreibt mal sehr gerne in die Kommentare, wie soll dieser Buddha heißen. Alles in dieser Villa hat einen Namen. Schatz, eigentlich sollten wir auch anfangen, unsere Palmen zu benennen. Das vielleicht nicht, aber der Buddha, ich finde, das ist schon ein Highlight von der Villa Chibo. Definitiv, doch, ich denke auch. Müsst ihr euch so vorstellen, dass wir hinter dem Buddha dann noch Kletterpflanzen haben, die ganze Wand hochklettern, dann auf der anderen Seite, beziehungsweise von oben auch runterfallende Hänge, wie wir auch immer Kletterpflanzen haben werden. Auf der einen Seite werden wir einen Frangipani-Baum pflanzen. Wir sind gerade auf der Suche nach einem passend geformten Frangipani-Baum. Könnt ihr gerne mal bei Google checken. Gibt es auch verschiedene Farben. Da werden wir einen haben, der so ein bisschen über dem Buddha-Kopf drüber wächst, wo dann auch öfter mal die Blüten runterfallen und so. Ich glaube, das wird wunderschön sein. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben uns zur späten Spunde nochmal hier in der Küche versammelt, denn wir haben zwei kleine Kleinigkeiten, also extremst klein, die angepasst werden müssen, denn der Sink, der hier reinkommt, den gibt es leider bei IKEA nicht mehr, den wollten wir bestellen und dann ist der aus dem Sortiment genommen worden und wir haben die ganzen Maße von dem Sink. Ich glaube, der ist vielleicht ausverkauft. Ja, wie auch immer. Jedenfalls bekommt man den nicht mehr und deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich einen anderen Sink mit anderen Maßen bekommen. Aber uns ist auch aufgefallen, dass wir ganz eventuell zwischen den Regalen zu viel Platz gelassen haben und das oberste Regal vielleicht ein bisschen zu hoch sein könnte. Ja. Deswegen haben wir das Maßband da und wollten nochmal abmessen. Also das oberste Regal muss ja gar nicht accessible sein für uns. Also wir müssen da gar nicht rankommen, weil da kommen nur... Vasen, Deko, genau, Hängepflanzen oder sonst was drauf, was rein zur Deko gilt, aber es darf halt trotzdem nicht direkt unmittelbar unter der Decke sein. Wir sollten vor allem ausreichend Platz haben, um halt auch noch irgendwelche coolen Vasen dort platzieren zu können. Ne? Wenn wir dann irgendwie nur 30 cm Platz haben, wäre semi-gut. Kleine Miniaturvasen. Ich muss dieses Kind nur ablegen, weil sonst habe ich Schwierigkeiten zu messen. Ich kann auch dieses Kind gerne nehmen. Obwohl dieses mir Kind. Dieses Kind gerade dermaßen ins Gesicht gehauen hat. Vielleicht hatte sie ihre Gründe. Ich glaube nicht. Hattest du deine Gründe? Was? Was war das denn, Maus? Du möchtest ja nicht immer zu mir. Krass. Was hast du dir angetan? Was für angetan? Nee, du hast nichts gekriegt. Das war immer nur Spaß. Wirklich gerade die Backpfeife. Kennst du das Video vom Kiez, diese Kiez-Klatsche? Ja. So wirkte das. So hat das ausgesehen. Du. Gleich gibt's die nächste. Hast du ein Problem? Geh weiter.
So, also, laut der Zeichnung haben wir 90 cm bis Arbeitsfläche. Ist das korrekt? Yes. Sprich, 90 cm hier. Ja. Sagi Bumski. Da haben wir übrigens 6 Steckdosen perfekt platziert. Wenn ich das jetzt zum Beispiel sehe, 60 cm Platz zwischen den Regalen. Ich hatte halt gedacht, dass alle Regale im gleichen Abstand zueinander sein müssen, aber dann das kommen war wir ja halt. Mein Plan. Genau, dann haben wir halt 60 plus 10, habe ich hier ein Regal, richtig? Ja, genau. Dann wieder 60. Ah, warte mal, was ist, wenn wir die Regale einfach schmaler machen? Aber ich habe überlegt, es muss ja massiv sein, gerade das obere ist ja 5 Meter, keine Ahnung, 50 lang. Es muss ja ein bisschen dicker sein, wenn du da irgendwelche Sachen draufstellst. 10 cm, ist das nicht richtig fett? Ist ein Kaventsmann. Ja. Woher kommt der Begriff Kaventsmann? Habe ich noch nie gehört. Du mit deinem Schnurrbart siehst aus wie ein Kaventsmann. What? Die nächsten 60 cm, dann wäre, guck mal, das zweite Regal schon da oben. Ist schon scheiße. Ja. Oh, Mila, das ist gerade. Ja, das ist auch nicht. Ich weiß. Regal ist 40 cm tief. 40? Wir haben gesagt 28. Pötte sind 28, haben wir gesagt. Was für 40 cm, Digga? Wir können doch nicht hier solche Regale hinpfeffern. Ist auf jeden Fall gut, dass wir diese Drawings nochmal angeguckt haben. Ja, warum haben die denn das angepasst? Einfach nur zweimal täglich auftragen und das wird ja auch antibakteriell. Ich gehe mal, Freunde. Wir werden den Abend über, bis jetzt quasi einmal gescannt, noch einmal durchchecken, was am meisten Sinn macht. Ergonomie hin oder her. Wenn du an die unterste gut rankommst, aber die zweite schon zu hoch ist und die oberste direkt unter der Decke ist, dann müssen wir das auf jeden Fall ein bisschen anpassen. Machen uns mal Gedanken drüber und dann morgen werden die richtigen Maße rausgehen. Wir haben tatsächlich auch noch, ich sag mal so, zwei, drei Tage Zeit, bevor das Team mit der Küche beginnt, weil das Terrazzo-Team die Floating Steps erstmal in Form bringen müssen. Am nächsten, am weiteren Tag quasi das mit Zementfarbe bestücken. Dann geht's los mit der Küche, dann werden wir aber auch ready sein. So, das sind die letzten Impressionen des Tages. Wunderschön, wir werden es noch kurz genießen. Liebe Leute, wenn ihr nichts verpassen wollt, werdet ein Teil von Team Chibo. Stay positive wie immer und dann sehen wir uns im nächsten. Tschüssi, Koch! Shit, be